Ja, herzlich willkommen zum letzten Klartext vor der Sommerpause. Normalerweise sind Sie diejenigen, die für die innerparteiliche Kommunikation sorgen, die Strategien und Themen Ihrer Parteien umsetzen und unters Volk bringen, die in der politischen Auseinandersetzung dorthin gehen, wo es wehtut. In Wahlkampfzeiten sind die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer aber auch für die Kampagnen zuständig. Und dass der Wahlkampfmotor wie geschmiert läuft, sie müssen ihre Spitzenkandidaten ins beste Licht rücken. Sie sind also, wie im Falle meiner heutigen Gäste, die Kanzlermacher. Und diese sind, beginnend links neben mir, Elisabeth Köstinger, seit wenigen Wochen erst Generalsekretärin der Vizekanzlerpartei ÖVP mit neuem Namen, Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Und neuem Erscheinungsbild will man in die Wahl ziehen. Oberstes Ziel, wieder Kanzler werden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Weiters Georg Niedermühlbichler, Bundesgeschäftsführer der aktuell stärksten Partei im Nationalrat, der SPÖ. Oberstes Ziel ist, mit Christian Kern den Kanzler halten. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und mein dritter Gast, Herbert Kickl, FPÖ-Generalsekretär. Er hat schon jede Menge Wahlkampagnen konzipiert für die Partei, die nicht selten die Geister scheiden. Mit Sicherheit ist er einer der einflussreichsten Generalsekretäre, den die Freiheitlichen je hatten. Oberstes Ziel, endlich Kanzler werden. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wir wollen heute erfahren, welche Art von Wahlkampf wir in den nächsten Monaten erwarten dürfen, wie anders er möglicherweise zu früheren sein wird und welche inhaltlichen Versprechen und Festlegungen getroffen werden. Beginnen möchte ich mit ganz aktuellen Geschehnissen im Parlament, wo tatsächlich vor kurzem das viel zitierte freie Spiel der Kräfte Einzug gehalten hat. Die SPÖ hat gegen die ÖVP und zusammen mit den Grünen, den Freiheitlichen und den NEOS-Abgeordneten für die Unifinanzierung der nächsten Jahre gestimmt. Die ÖVP wollte das zwar auch, aber wollte diese zusätzlichen Mittel mit einer Studienplatzfinanzierung verbinden. Diese Zugangshürden kommen jetzt vorerst nicht, Frau Köstinger. Ihre Fraktion war jetzt eben sehr erbost über das, was da passiert ist, also diese erste, sagen wir mal, erste Koalitionsbruch. Aber nachdem Sie ja die Koalition beendet haben, war ja das schon der Koalitionsbruch, könnte man sagen. Ist das wirklich überraschend für Sie, dass so etwas passiert ist? Nein, überraschend ehrlich gesagt nicht. Also mir tut es ehrlich gesagt leid, dass die SPÖ jetzt doch so schnell noch die Nerven auch weggeschmissen hat. Ich glaube, dass es gut gewesen wäre, noch auch weiter zu verhandeln und sich wirklich auch anzuschauen, diese Studienplatzfinanzierung nicht zu einem Fass ohne Boden zu machen und zu lassen. Das war unser Anspruch. Es ist jetzt natürlich enttäuschend, aber wir haben ehrlich gesagt auch damit gerechnet. Und welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt daraus? Na, also wir werden uns das jetzt natürlich weiter anschauen, aber es ist nicht unser Stil, da jetzt Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir wollten nie ein Spiel der freien Kräfte. Wir haben alle, glaube ich, noch in Erinnerung die Nacht vom September 2008, das dem Steuerzahler bis heute Milliarden kostet, wo genau das passiert ist, wo man zum Teil ohne wirklich nachzudenken Geld auch hinausgeworfen hat. Das ist nicht unser Wunsch, nicht unser Ziel und wir hoffen, dass auch die Kollegen von der SPÖ da wieder zurückkehren, auch an den Verhandlungstisch. Aber wie gesagt, es war zum Teil auch erwartbar. Also nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, Herr Niedermühlbichler. Man ist ja geneigt zu sagen, warum eigentlich erst jetzt? Ihr Bundeskanzler hat das ja schon länger angekündigt, dass so etwas passieren wird. Warum jetzt? Na, wir haben gerade in dieser Frage sehr lang und ausführlich mit der ÖVP verhandelt. Und die ÖVP stellt ja den Wissenschaftsminister, der müsste auch Interesse haben, dass die Finanzierung der Universitäten bis 2021 gesichert ist. Und wir haben jetzt gefunden, dass lang genug verhandelt ist und wir das nicht auf die längere Bank schieben können. Und nachdem es eine klare Mehrheit im Parlament gegeben hat, Sie haben das aufgezählt, eigentlich nur die ÖVP war dagegen, haben wir gesagt, es geht uns um Inhalte, wie wir auch diesen Wahlkampf gestalten wollen. Es geht uns darum, dieses Land in die Zukunft zu führen, die wichtigen Themen zu lösen. Und das war ein wichtiges Thema. Wir haben wirklich sehr lange verhandelt und waren nicht mehr bereit, jetzt noch länger zu verhandeln und die Universitäten damit in einer nächsten Regierung oder bis zur Wahl der Kurz-ÖVP auszuliefern. Ganz kurz noch, ist jetzt quasi der Damm gebrochen? Geht da jetzt mehr? Kommt da mehr? Wir haben ja immer klar gesagt, dass wenn es mit der ÖVP keine Einigung gibt, die ÖVP hat die Koalition aufgelöst vor laufenden Kameras, Herr Parteivorsitzender Kurz hat das gemacht,
dass wir gesagt haben, wir wollen noch arbeiten, wir wollen bis zum 15. Oktober noch viel umsetzen und wir werden das mit denen umsetzen, die auch Österreich weiterbringen wollen. Da ist die ÖVP herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Aber wenn sie sich verweigert, dann haben wir immer gesagt, werden wir das auch mit Mehrheiten im Parlament machen. Und heute war das eine klare Mehrheit und die ÖVP war nicht bereit, da mitzugehen. Die hätten das ja auch tun können. Das klingt so, als wäre das jetzt nur der Beginn gewesen. Herr Kickl, die Freiheitlichen waren entscheidend heute, dass diese Mehrheit zustande gekommen ist. Was erwarten Sie jetzt, dass da noch andere Materien kommen, wo Sie so das Zünglein an der Waage spielen? Zunächst einmal muss man sagen, dass wir unsere Linie nicht geändert haben. Also es hat sich in der freiheitlichen Position, in der Frage der Finanzierung überhaupt nichts geändert. Wir sind immer konsequent geblieben, was man vom einen oder anderen Mitdiskutanten hier nicht behaupten kann. Denn letzten Endes hat ja auch die ÖVP vor gar nicht allzu langer Zeit ein klares Bekenntnis zu dieser Milliarde, zur bekannten Unimilliarde abgegeben. Ja. Aber das ist ja nichts Neues. Und dass heute eine Überstimmung erfolgt ist, naja, man kann sagen, es ist ein Toter noch einmal gestorben. Das ist so in etwa das. Die Koalition war tot, heute ist sie noch einmal gestorben. Was wirklich Neues ist es nicht. Weil Frau Köstinger sagt, man muss aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwo maßlos Geld ausgegeben wird. Das ist vollkommen richtig, das sehen wir auch so. In diese Richtung wollen wir auch gar nicht gehen. Ich sage Ihnen nur, dass SPÖ und ÖVP in wiederholten Auflagen dieser Regierungskonstellation dieses sinnlose Geld ausgeben, auch ganz ohne solche Extremsituationen zustande gebracht haben. Ich verweise nur an Ihre Griechenland-Abenteuer und andere Dinge, die da passiert sind. Mit uns kann man darüber reden, dass wir etwa Anträge, sage ich mal, die nichts kosten, aber die Ungerechtigkeiten, die gegenüber Österreicherinnen und Österreichern im sozialen Bereich bestehen, abschafft. Ich bin schon sehr gespannt, also wenn wir jetzt noch einmal einen Vorstoß, ich weiß nicht den wievielten, unternehmen, um etwa den ungerechten Export von Familienleistungen ins Ausland zu stoppen. Wenn wir schauen, ob die ÖVP sich jetzt bewegt, das ist eine solche Sache, die Umsetzung eines Kopftuchverbots im öffentlichen Raum, das kostet auch nichts. Ja. Da geht es aber dann darum, einmal Flagge zu zeigen im Bereich der Leitkultur. Das wäre eigentlich ein vordringliches Anliegen für einen sogenannten Integrationsminister. Ja. Na, also gerne auch noch einmal, also ich glaube, dass es wenig Sinn macht, eben jetzt auch auf diesen Basar einzusteigen. Also das ist nicht unser Stil und auch nicht unser Interesse. Es geht darum, die Dinge, die im Regierungsabkommen vereinbart sind, noch umzusetzen, was möglich ist, was geht. Es ist ja heute auch die Bildungsorganisationsreform mehr oder weniger über die Bühne gegangen. Also dieses leidige Kapitel, auch kein großer Wurf, aber wir haben uns dazu verständigt und haben das in letzter Konsequenz dann auch durchgetragen. Also Sie wollen bei diesen Themen, die der Herr Kickl jetzt angesprochen hat, nicht mitstimmen? Nein, also nur mal alles, was in der Regierungsvereinbarung drinnen steht, was auch sinnvoll ist, wo man auch zu einer Einigung kommt, ist für uns natürlich auch in den nächsten Tagen oder morgen natürlich auch denkbar. Also jetzt vor dem Sommer wird ja... Darf ich nur nachfragen? Also Sie haben kein Interesse, das umzusetzen, was der Herr Kurz Land auf, Land ab verspricht, wenn es eine parlamentarische Mehrheit gibt, sondern wollen sich an das halten, was Sie mit der SPÖ ausgemacht haben, nur damit ich es verstehe. Also ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass es schon einmal die Situation gegeben hat und das hat auch ein bisschen was mit staatspolitischer Verantwortung zu tun. Ja, aber was kostet ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum? Also wir gehen gerne dann nach dem Sommer auch in eine Wahlauseinandersetzung, stellen unser Programm klar dar, wollen dafür dann auch gewählt werden, aber jetzt über irgendwelche Monopoly-Spiele und Basare irgendetwas sich abkaufen Sie zu lassen sich oder zu die Wahlkampfthemen nicht nehmen lassen. Ein großes Thema ist aber der Pflegeregress jetzt geworden, nämlich tatsächlich von den Koalitionsparteien. Mhm. Das ist ein richtiger Wettbewerb eigentlich inzwischen im Gang. Und da möchte ich jetzt schon kurz abfragen, ist das jetzt ein Thema, das wirklich tatsächlich in den nächsten Tagen noch beschlossen werden kann, also diese Abschaffung des Pflegeregresses, Herr Niederbüchler? Ich gehe davon aus, also wir haben ja das schon im Plan A drin gehabt. Christian ja gut, Kern Sie brauchen eine Mehrheit. Man muss dazu sagen, Christian es geht Kern jetzt um die Finanzierung. Christian Kern hat das vorgeschlagen, weil dieser Pflegeregress eine Enteignung von Menschen ist, die Angehörige haben, die zu pflegen sind. Das wollen wir abschaffen. Wenn es jetzt eine Mehrheit gibt, freuen wir uns. Wir haben lang dafür gekämpft. Wir wollen das gegenfinanzieren mit einer Erbschaftssteuer ab einem Erbe einer Million. Schauen wir, ob das funktioniert. Aber es geht darum, wirklich jenen Familien und Menschen zu helfen, die durch diese Pflegebedürftigkeit
alles verlieren, was sie sich aufgebaut haben. Das ist schon klar, aber meine konkrete Frage nochmal, kann man das auch machen, ohne dass vielleicht die Gegenfinanzierung steht, frage ich jetzt alle drei? Ich glaube, dass das wichtig ist, eine Gegenfinanzierung, das haben sich alle Parteien damit verständigt und halte das für wichtig, aber dass das auch eingebracht wird. Aber noch wichtiger ist für mich, dass endlich diese Menschen auch entlastet werden. Okay, aber ohne Gegenfinanzierung geht es nicht, Frau Köstinger? Geht nicht ohne Gegenfinanzierung. Also das wäre das Schlechtmöglichste, was man jetzt eben oder auch noch tun kann. Wir haben ja auch Vorschläge, gerade auch im Bereich des Missbrauchs, Zielgenauigkeit, auch strukturelle Veränderungen. Also das muss sehr wohl sehr genau überlegt werden, aber für uns ist der Pflegeregress etwas, das auch abgeschafft gehört. Aber kommt jetzt trotzdem nicht, weil die Gegenfinanzierung nicht geklärt ist, wenn Sie richtig verstanden haben. Wenn wir eine Gegenfinanzierung zustande bringen, die auch seriös ist, die nachhaltig ist, dann sehr gerne. Aber derzeit ist das nicht in Sicht. Das ist in Verhandlungen. Ich bin optimistisch, dass das gelingt. Und also zunächst einmal nur, damit man sieht, was das für ein Theater ist. Da stellt sich der neue SPÖ-Kandidat hin in die Öffentlichkeit und sagt, er will die Abschaffung des Pflegeregresses, weil es ungerecht ist. Da stellt sich der designierte ÖVP-Obmann hin und sagt, der Pflegeregress muss weg, weil er ungerecht ist. Dann stellen wir heute im Parlament einen Antrag auf Abschaffung des Pflegeregresses. Was passiert? Beide hängen sich miteinander ein und lehnen den Antrag ab. Jetzt werden wir morgen einen neuerlichen Versuch starten. Und wenn es um die Frage der Gegenfinanzierung, geht, na ja, Moment einmal, da hat ja Ihr Parteiobmann auch entsprechende Vorschläge zugegebenermaßen von uns abgeschrieben gemacht. Über die können wir gern diskutieren. Selbstverständlich. Wissen Sie, was mir auffällt in der Debatte? Und jetzt bin ich bei der Unfairness gegenüber den österreichischen Staatsbürgern. Wir diskutieren keine Sekunde, auch Sie nicht, darüber, ob es legitim ist, Menschen, die in Österreich noch nie etwas eingezahlt zu haben, mit der Mindestsicherung und weiteren Sozialleistungen diese Menschen auszustatten. Das kostet 1-2 Milliarden pro Jahr. Und dann sind wir nicht in der Lage, hier dieses System abzustellen, klar zwischen Zuwanderung, Asyl, Asylwerbern zu trennen. Den Missbrauch haben Sie heute auch gemeinsam abgelehnt. Der E-Card dadurch zu begrenzen, dass wir ein Foto draufsetzen, heute von Ihnen beiden abgelehnt, obwohl von beiden gefordert. Nur damit sich das Publikum auskennt. Aber das ist die Gegenfinanzierung. Sie werden morgen einen Antrag einbringen und mit welcher Gegenfinanzierung? Ja, es wird darum gehen, die Zugangsbeschränkungen dort, wo sie notwendig sind, einzuführen, nämlich bei Nichtstaatsbürgern zum Sozialsystem. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Mindestsicherung ist nicht dafür gemacht worden, dass wir Nicht-Österreicher da eine Einkommensquelle, wo sie dann Familien und ganze Generationen versorgen, zu schaffen. Das ist nicht die Intention der Mindestsicherung. Migranten und Ausländer und die Sozialleistungen kürzen können. Ja, auch das und eine zweite Komponente, und das ist ja auch nichts Neues, wenn sie endlich bereit wären, die Strukturen von Pflege und Gesundheit zusammenzulegen, und das nicht zweigleisig laufen zu lassen, dann hat Ihnen der Rechnungshof gesagt, dass da drin ein Einsparungspotenzial von über 4 Milliarden Euro liegt. Lassen wir mal eine Antwort geben. Das ist ein klarer Vorschlag, den Sie morgen einbringen werden, Herr Niederbürger. Ich möchte nur zum Herrn Kickl, Sie wissen ja, wir sind ja Profis genug, diese Geschichten, man stellt Anträge im Parlament im Wissen, dass die anderen Parteien dem nicht zustimmen können, weil er unvollständig ist oder weil in den nächsten Tagen was kommt. Das kennen wir doch. Sie haben natürlich diese Anträge im Wissen gestellt, dass Lösungen bevorstehen, ist Ihr gutes Recht. Wir wollen Lösungen im Fall des Pflegeregresses. Wir werden auch uns anschauen, was man mit der E-Card tun kann. Aber ich kenne das Spiel ja von der FPÖ. Da wird dann ein Antrag gestellt, dann wird dann gesagt, wir sind eigentlich der Erfinder, es ist vorher abgeschrieben worden. Dann wird es beschlossen oder man sagt, es wird nicht beschlossen. Das hilft keinem Menschen in Österreich. Das hilft keinem Menschen in Österreich, was den Menschen in Österreich hilft, wenn tatsächlich Beschlüsse gefasst werden, wie die Abschaffung des Pflegeregresses. Das bereiten wir vor. Ich hoffe, dass das passiert. Auch heute dieser Antrag mit der Unifinanzierung, ganz entscheidend und wichtig für dieses Land, für die Menschen, die studieren wollen, damit das bis 2021 gesichert ist. Das ist unsere Politik und unsere Linie, arbeiten für die Menschen und nicht auf taktische Spielchen einlassen. Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt. Man muss sich nur mal die Mühe machen und anschauen, was diese beiden Parteien noch in schöner koalitionärer Eintracht beschlossen haben. Es ist ja auch einiges weitergegangen. Und alles das, was sie gemeinsam beschlossen haben, kann ich subsumieren unter Einzementierung des rot-schwarzen Proporzes. Das ist mehr des unseligen rot-schwarzen Proporzes, von der Sportförderung bis zur Schulorganisation. Aber bleiben wir bei der Pflege. Da waren Sie sich einig bei der Beschlussfassung. Wir tun das aussuchen. Sehr interessant. Frau Köstinger, das wäre doch ein Punkt, wo Sie sagen könnten, okay, da könnten wir jetzt mit den Freiheitlichen gehen und der Pflegeregress ist weg.
Nein, also wir werden uns die Vorschläge, die da sind, wirklich auch anschauen. So wie der Herr Kollege Niedermühlbichler bereits auch gesagt hat, ein Problem an den Anträgen ist halt sehr oft, dass sie auch unvollständig sind, dass sie nicht das Gesamte auch abdecken. Ich meine, nur mal zur Studienplatzfinanzierung. Das nicht zu koppeln bedeutet ja keinen in irgendeiner Art geartete Qualitätsvorsprung oder sonstiges, da wird einfach in ein Fass ohne Boden wieder Geld hineingelassen und das war ja auch in diesem Fall unser Anspruch, das auch qualitativ dann zu verbessern und für die Studierenden die Situation noch einmal die Frage, gegen Finanzierung, Streichung von Sozialleistungen für Migranten und Ausländer, ist das für Sie ein gangbarer Weg? Also dass wir vor allem auch im Sozialbereich mittlerweile auch schon mit einigen konkreten Vorschlägen heraus sind, ist glaube ich auch bekannt. Das muss man sich dann natürlich auch als Gesamtpaket anschauen. Das wird vor allem im Pflegebereich, das ist ein Zukunftsthema, vor allem auch die Pflege zu Hause, die ja nach wie vor so der Hauptteil auch in Österreich ausmacht. Wir werden ein gesamtes Modell brauchen und eben auch mehrere Maßnahmen, die dann auch zur Finanzierung beitragen. Gut, also und wir sind auch gerne bereit, auch mit schon der FPÖ Gespräche zu führen. Ja, ich hoffe, das kommen einige Vorschläge, ja, die mit Sicherheit auch sinnvoll sind. Gut, hacken wir. Darf ich noch eines zu diskutieren? Ein Satz zu dem Antrag, der heute beschlossen wird, weil so getan wurde, es wird das beschlossen. Man ist jetzt wieder zurückgegangen zum ersten Thema. Es ist auch in diesem Antrag drin, dass es in Zukunft auch Reformen auf der Uni geben wird müssen und dass die Finanzierung sichergestellt wird. Es ist kein Antrag gewesen, der sagt, wir sichern die Milliarde bis 2021 zu, sondern es steht im Antrag auch drin Punkte, die umgesetzt werden müssen, um sparsamer zu werden. Das möchte ich schon darauf hinweisen, dass man nicht nur jetzt gesagt hat, man beschließt das und das war's, sondern schon auch einige Punkte, die sind. Das möchte ich jetzt abhaken. Ja. Sie sind jetzt Wahlkampfmanager, habe ich schon gesagt. Mich würde jetzt einfach mal ganz generell interessieren, ein, zwei Themen sind jetzt schon angeklungen, möglicherweise ziehen sich die, wie die Pflege, auch bis zum 15. Oktober, vielleicht auch nicht. Mit welchen anderen Themen, wenn Sie einfach zwei, drei nennen würden, werden Sie mit Ihrer Partei und mit Ihren Spitzenkandidaten in die Wahl ziehen oder dort die Akzente setzen? Frau Köstinger, beginnen wir mit Ihnen. Also prinzipiell ist uns wichtig, einen neuen Stil in die Politik zu bringen und das System auch aufzubrechen. Thematisch werden wir uns auf drei Schwerpunkte konzentrieren, die auch so die Überthemen sind. Das ist zum einen der Standort Österreich. Was braucht es, um einfach auch zukünftig als Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein? Was braucht es, um auch das Zusammenleben zu organisieren? Was braucht es, um im Bereich der Digitalisierung zukunftsfit zu sein? Zweites wichtiges Thema ist für uns Soziales. Wir haben das beste Sozialsystem der Welt, aber wir müssen uns wirklich anstrengen, dass solche auch bleibt, dass man eben heute mit dem ersten Tag in ein Sozialsystem einwandern und zuwandern kann, ist nicht hinnehmbar und nicht tragbar. Der Bereich Pflege wird für uns natürlich auch ein Kernthema sein. Ja, und der dritte Themenkomplex, mit dem wir uns sehr intensiv befassen, ist Sicherheit und Migration. Dort erschließen der Mittelmeerroute natürlich aber eben auch Schwerpunkte im Sicherheitsthema. Das wird so unser großer Themenkomplex sein, wo man sehr vieles dann eben auch noch unterordnen kann. Herr Niedermühlbichler, die SPÖ, für uns ist natürlich der gesamte Bereich der sozialen Absicherung ganz entscheidend. Menschen, die 40 Stunden arbeiten, sollen von ihrem Einkommen auch leben können. Deshalb die Initiative 1.500 Euro Mindestlohn und das steuerfrei. Wir wollen auch älteren Menschen dazu verhelfen, wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Deshalb die 20.000 plus Aktion. Wichtig ist uns auch, dass wir die Wirtschaft entsprechend unterstützen. Christian Kerner als Manager kennt sich in diesem Bereich so gut aus wie kein anderer Spitzenkandidat und weiß, dass nur eine gute Wirtschaft auch Arbeitsplätze schaffen und sichern kann. Und was wir auch wollen, natürlich eine Veränderung Österreichs mit Augenmaß, nämlich dort, wo es notwendig ist, Strukturen dahingehend zu verändern, dass sie schlanker, effizienter und kostengünstiger werden. Also diese drei Punkte, dafür steht Christian Kern und die werden wir in der Wahlbewegung einbringen. Da waren jetzt ähnliche Dinge dabei, bis auf die Sicherheit, habe ich jetzt festgestellt. Herr Kickl, wie ist das bei der FPÖ? Naja, zunächst, glaube ich, muss man in einem solchen Wahlkampf unterscheiden zwischen einer
generellen Linie zwischen einem roten Faden, der sich durchzieht, und dann den einzelnen Themen, die dann an diesem roten Faden auch hängen. Und ich möchte so beginnen, was wird denn in etwa der rote Faden der freiheitlichen Wahlbewegung sein? Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft, die unglaublich wichtig ist für dieses Land. Und diese Botschaft lautet ganz einfach, ohne uns Freiheitliche, wird sich in Österreich nie etwas ändern. Das ist der Punkt. Wir erleben zwar jetzt zum wiederholten Male das Platzen einer Koalition, die aus SPÖ und ÖVP besteht. Aber wir haben schon, und man lernt ja bekanntlich am meisten aus der Erfahrung, schon wiederholte Male erlebt, dass am Ende des Tages dann nicht mehr so heiß gegessen wird wie gekocht und die Österreicher dann wieder mit einer Konstellation munter werden, die rot-schwarz oder schwarz-rot heißt. Und ich glaube, das wäre für dieses Land das Allerschlimmste. Das würde Streit bedeuten, das würde Stillstand bedeuten, das würde Zukunftsverweigerung bedeuten. Das heißt, die Freiheitliche Partei wird sich positionieren als der Garant für eine positive Veränderung in Österreich. Und wenn Sie jetzt fragen, was sind die Dinge, wo wir besonders genau hinschauen werden? Zwei, drei Punkte einfach. Ja, da ist mir ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der Fairness. Und da haben SPÖ und ÖVP in der Vergangenheit ein System errichtet, wo immer mehr Österreicher, so denke ich mir das und so erleben wir das auch im Umgang mit den Menschen draußen, die Empfindung haben, dass was hier geschieht, ist nicht mehr fair. Wenn jemand nach einem arbeitsreichen Leben, um da ein Beispiel zu nennen, am Ende dann mit einer Pension ausgestattet ist, unter Anführungszeichen, und damit sein Leben fristen will, die nicht höher ist als dasjenige, was jemand bekommt, der in Österreich den Asylstatus bekommen hat, ohne jemals irgendetwas für dieses Land geleistet zu haben, dann ist das ein Beispiel dafür, dass es nicht fair ist. Das ist für mich eine umgekehrte Form der Diskriminierung. Das ist Inländerdiskriminierung. Das wird ein wesentlicher Punkt sein. Selbstverständlich auch die Frage der Sicherheit, aber auch die Frage der Leitkultur. Die Frage der Leitkultur. Ich weiß nicht, wir haben seit einigen Jahren übrigens das längst gediente Regierungsmitglied der ÖVP, einen Integrationsminister. Und wenn Sie sich anschauen, die Studien und Untersuchungen zum Thema Integration, also ich weiß nicht, in der zweiten und dritten Generation der Zugewanderten, das wird immer Ärger mit der Nicht-Integration. Wir werden uns auch mit der Frage des Islam, des politischen Islam, intensiv auseinandersetzen. Wir werden die Frage der direkten Demokratie verstärkt spielen. Also das sind alles wesentliche Komponenten. Das reicht mir schon mal vorerst. Ich möchte gleich das Thema der Mittelmeerroute jetzt kurz noch aufgreifen. Darf ich darauf replizieren oder nicht? Weil ich finde schon kühn, dass die FPÖ gerade die Pensionen in den Mund nimmt. Also in der schwarz-blauen Regierung 2000 bis 2006 war der Zeitraum, wo die Pensionen tatsächlich gekürzt wurden, das einzige Mal, wo Pensionistinnen und Pensionisten tatsächlich auch weniger Geld auf ihr Konto bekommen haben, also nicht nur die Inflation nicht ausgeglichen. Das heißt, wenn man ihnen die Pensionen anvertraut, dann würde ich noch einen Zitat von einem bekannten Finanzminister von damals lieber den Hund auf meine Wurst aufpassen lassen, also die FPÖ auf die Pensionen. Herr Niederbühl-Bichler, wer immer mit der Vergangenheit argumentiert, zeigt damit, dass er für die Zukunft nichts zu sagen hat. Gut, aber hat er recht mit dem Einwand? Nein, hat er nicht. Wir reden von Dingen, die künftig gestaltet werden sollen. Aber es war notwendig, es war notwendig im Pensionssystem sozusagen Adaptionen zu machen, und zwar mit der einfachen Motivation, die Pensionen auch sicherzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Das, was Sie machen, ist verkauft's mir Quanti vor den Himmel. Ja? Das ist eine Mentalität, die wir von den Sozialisten kennen, und wenn es dann nicht mehr reicht, dann erhöhen wir irgendwelche Steuern. Sie tun ja den ganzen Tag nichts anderes, als über immer neue Steuern nachdenken. Lassen Sie mich kurz nochmal zur Sicherheit zurück auf die Mittelmeerroute kommen, weil ich da etwas nicht ganz verstehe, was zwischen SPÖ und ÖVP der letzten Tage jetzt abgelaufen ist. Denn so wie ich das sehe, sind sich beide Parteien, kurz Kern, beim Ziel ja einig, diese zu schließen. Und eigentlich auch einig darin, dass das Österreich nicht allein kann. Also was war das jetzt, was wir da in den letzten Tagen gehört haben, beziehungsweise anders gesagt, worüber streiten Sie eigentlich, Frau Köstinger? Also das müssen Sie, glaube ich, jetzt den Herrn Kollegen Niedermühl-Bichler fragen. Unsere Linie war gerade beim Mittelmeer immer klar. Es ist wichtig, die Mittelmeerroute zu schließen, um auf der einen Seite das Sterben im Mittelmeer zu beenden, aber natürlich auch ganz klar die illegale Migration nach Europa zu verhindern. Der Übertritt nach Europa kann nicht verbunden sein mit einem Ticket nach Mitteleuropa. Das ist derzeitig der Fall. Es kommen unzählige Personen, die keinen Asylanspruch haben nach den geltenden Genfer Konventionen. Und es ist für uns wichtig, auf der einen Seite
diesen Zuzug zu stoppen, um auf der anderen Seite aber dann eben auch ein legales System und legale Wege zu ermöglichen, wo wirkliche Asylsuchende und wirkliche Schutzsuchende Hilfe auch bekommen. Und das Nächste, was für uns auch wichtig ist, ist Hilfe vor Ort. Wirklich in Afrika ein System aufzubauen, das Hilfe zur Selbsthilfe liefert und langfristig dieses Problem aber Sie geben mir recht, dass das Österreich in keinem Fall allein machen kann. Das kann Österreich nicht alleine machen und da ist unsere Rolle in Europa natürlich auch sehr entscheidend. Sebastian Kurz hat mit dem Schließen der Westbalkanroute bereits bewiesen, dass er Leadership hat, dass er auch bereit ist, da Allianzen zu schmieden, dass das dann auch funktioniert. Das kommt bei der Westbalkanroute noch dazu. Und bei Mittelmeerroute ist Kern jetzt eigentlich, also ich verfolge das auch immer wieder, es ist einmal ja, einmal nein. Es ist tatsächlich auch Teil von der Regierungsvereinbarung. Und ich glaube, wir sollten hier gemeinsam Engagement auf europäischer Ebene an den Tag legen, um auch unsere europäischen Partner dann davon zu überzeugen, da etwas zu tun. Dann lassen Sie mich den Herrn Niedermühlbücher gleich fragen, dieselbe Frage, worüber streiten Sie eigentlich? Gerade der Kanzler war in der Frage doch sehr forsch in letzter Zeit, aber im Ziel sind Sie sich ja komplett einig, oder? Ja, wir streiten ja gar nicht drüber, nur was uns zu Recht ärgert, ist, wenn Menschen sind, in die Augen gestreut wird. Wenn mit Schlagzeilen und Überschriften Dinge behauptet werden, die nicht eingehalten werden können. Die Schlagzeile zu produzieren, Mittelmeerroute schließen, ist das eine. Handlungen zu setzen, dass das auch tatsächlich stattfindet, ist das andere. Und der Herr Außenminister und Integrationsminister, und er ist das schon seit einiger Zeit, hätte schon lang aktiv werden können, in den Problemregionen dorthin reisen können, Rückführungsabkommen vereinbaren. Mit Marokko haben wir meines Wissens noch immer noch keins, aber dafür mit der Schweiz, ein wirklich toller Erfolg. Ich glaube, dass das was ist, was sowohl die Menschen in Österreich, ärgert, aber natürlich auch Bundeskanzler Christian Kern, dass man einfach mit Schlagzeilen meint, Lösungen produzieren zu können, dass der nicht kommt. Es muss eine europäische Lösung sein. Es muss eine europäische Lösung sein. Auch das Schließen also geht es hier vor allem um den Ton. Auch das Thema der Mittelmeerroute war ja nicht ein Österreich-Alleingang, sondern da musste man mit der Türkei und mit Griechenland verhandeln, da musste man mit vielen Ländern, Es geht nur darum, herauszufiltern, wo ist der Unterschied zwischen Ihren beiden Parteien? Der Unterschied ist, dass wir nicht Schlagzeilen produzieren wollen, sondern tatsächlich Lösungen. Und dass mit einer Produktion einer Schlagzeile die Lösungen nicht erreicht werden können. Daher ja zu dieser Maßnahme, aber gemeinsam mit Europa, nicht mit einer Schlagzeile, das hilft niemandem. Sondern mit tatsächlich Handeln. Und der Außenminister hat hier die Möglichkeiten bisher nicht genutzt, nicht ausreichend. Herr Kickl, Sie wollen, glaube ich, ganz was anderes. Die Leute sollen gar nicht mehr kommen, sondern am Kontinent bleiben, wo sie gerade sind, oder? Naja, nachdem wir sehen, dass wir in den letzten Jahren viele, viele Jahre an Zeit verloren haben, weil SPÖ und ÖVP ihren Platz auf der berühmten langen Leitung gehabt haben und unglaublich lang gebraucht haben, um Entwicklungen, die ja jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, die ja jeder gesehen hat, aber um das auch politisch zu realisieren, glaube ich, ist die Debatte jetzt schon wieder am falschen Dampfer unterwegs. Das ist eh klar, dass das zugemacht gehört. Im Übrigen ist das auch bei der Balkanroute weniger das Verdienst des Herrn Kurz als des Herrn Orban, der von Ihnen allen sehr gescholten wurde und andere sind dann halt draufgehüpft. Aber ich kann mich noch an die Zaundiskussionen erinnern. Wie auch immer, aber das ist doch, glaube ich, eigentlich durch. Was jetzt die Frau Köstinger will, ist etwas anderes. Nämlich sozusagen dann, und dafür haben sie auch im EU-Parlament gestimmt, dann aus Afrika sozusagen die Leute dann direkt aus den kenianischen Flüchtlingslagern nach Europa holen. Gut, das sagen aber auch Experten, dass es legale Routen geben muss. Da haben wir eine andere Vorstellung. Wir werden das Problem nur dann in den Griff bekommen, wenn wir einen Weg finden, Flüchtlingsprobleme innerhalb des jeweiligen Kontinents zu erledigen. Es wird uns auf Dauer nicht gelingen, die Flüchtlingsproblematik in den Griff zu bekommen, wenn sie hunderttausende Menschen von einem Kontinent in den anderen verschieben. Das wird das Problem in Afrika nicht lösen, aber es wird bei uns zu unglaublichen Spannungen und zu sozialen Unruhen führen. Wie ich gesagt habe, die Leute sollen auf ihrem Kontinent bleiben. Die Leute sollen auf ihrem Kontinent bleiben. Okay. Und wenn wir von Asyl reden, dann reden wir von etwas anderem als von Flucht. Asyl, das ist der berühmte Einzelfall. Ja, das sind die Assange etc. dieser Welt. Leute, die als Individuum, als Person verfolgt sind. Das, was man den Österreichern vormacht, ist, dass die Leute, die in Wahrheit Flüchtlinge sind, manchmal Wirtschaftsflüchtlinge, manchmal Kriegsflüchtlinge, dass das etwas mit Asyl zu tun hat, das ist etwas völlig anderes. Und das ist eine unseriöse Vermischung, wo die SPÖ einen Gutteil davon zu verantworten hat. Ich fasse zusammen, Sie wollen wirklich diese symbolische Mauer jetzt im Mittelmeer aufziehen, dass keiner mehr durchkommt. Uns muss einmal klar sein, dass wir Afrika nicht retten können, aber dass wir Europa in den Untergang führen können. Und das wollen wir nicht. Gut.
Ein Thema, weil es auch aktuell ist und das wir sicher sehr schnell abhandeln können jetzt, weil es schwappt gerade aus Deutschland über, ein Aufregerthema in der Gesellschaftspolitik. Das ist wahrscheinlich vor allem die Frau Köstinger gefragt. In Deutschland macht die Kanzlerin und CDU-Chefin gerade so einen Schwenk und sagt, die Homo-Ehe, die Ehe für alle, sei eine Gewissensentscheidung und sie denkt daran, quasi den Clubzwang außer Kraft zu setzen. In Österreich ist es so, dass die SPÖ das natürlich schon länger will. Jetzt stellt sich die Frage, was sagt die ÖVP zu dem Ganzen? Würde sie bereit sein, zum Beispiel bei so einer Abstimmung im Parlament den Clubzwang außer Kraft zu setzen, zu sagen, die Abgeordneten sollen nach ihrem Gewissen halt entscheiden? Also prinzipiell glaube ich nicht in der Rolle zu sein, den Wahlkampf in Deutschland jetzt zu kommentieren. Also Nein, es ist nur ein Thema, das bei uns ja auch diskutiert wird seit Jahren. Das passt gerade gut zusammen. Zu diskutieren. Das, was mir wichtig ist, ist, dass Diskriminierung abgebaut wird. Ich glaube, da ist in der Vergangenheit wirklich schon sehr, sehr vieles passiert. Homosexuelle Paare können mittlerweile auch Kinder adoptieren in Österreich. Dort, wo es noch auch Benachteiligungen gibt, beispielsweise im Namensrecht, glaube ich, spricht auch nichts dagegen, das auch zu machen. Die Verpartnerung gibt es ja jetzt auch schon am Standesamt. Also es sind sehr, sehr viele Dinge bereits auch schon passiert. Aber ich glaube, dass die Diskussion zurzeit eigentlich dementsprechend nicht notwendig. Nein, Sie sind nicht im Parlament, also insofern natürlich vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber Sie sind die Wahlkampfmänner. Würden Sie befürworten, dass man sagt, okay, wir geben das Thema jetzt mal frei und schauen, was herauskommt und damit ist eine Ruhe sozusagen? Ja, jetzt habe ich gerade das Spiel der freien Kräfte mal für uns ausgeschlossen und das werde ich jetzt in diesem Zusammenhang jetzt auch nicht tun, weder beim Geld noch bei anderen Dingen. Wir halten uns an das, was in der vorherigen Koalition mit der SPÖ vereinbart war. Da ist das nicht drinnen. Da ist es nicht im Regierungsübereinkommen. Und deswegen gibt es für uns jetzt auch keinen Handlungsbedarf. Und wir werden uns natürlich auch mit diesen Themen im Programm dann im Herbst auseinandersetzen. Gut, dann frage ich auch noch den Herrn Kickl, wie seine Partei zu dem Ganzen stehen würde. Oder würden Sie so einer Idee, dass man sagt, gehen wir es frei mal, kein Fraktionszwang und schauen, was rauskommt? Dabei gehe ich davon aus, dass die Abgeordneten ohnehin auch ihrem Gewissen folgen, wann sie abstimmen, nicht nur in dieser Angelegenheit. Das erwarte ich zumindest von unseren Abgeordneten. Also es gibt ich weiß jetzt nicht, ob ein sozialistischer Materialist überhaupt ein Gewissen haben kann. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Nein. Das wäre auch einmal interessante Diskussion, weil das ja etwas Höheres, den Glauben etwas Höheres voraussetzt. Aber wie auch immer. Sagen Sie uns einfach, wie steht die FPÖ zu dieser Frage? Schauen Sie, unsere Position zur Homo-Ehe ist ja eine bekannte. Keine Frage, jeder soll seine sexuelle Orientierung haben, wie er will. Es ist auch rechtlich in Bezug auf die Gleichstellung viel passiert. Was ich nicht haben will und was unsere Fraktion nicht haben will, das ist sozusagen ein staatliches Gütesiegel für diese Form des Zusammenlebens. Und die Gleichstellung mit der Ehe wäre das. Und für uns der Unterschied ist der, dass aus der Verbindung von Mann und Frau immer noch neues Leben erwächst. Das hat die Biologie so vorgesehen, ob das den Linken passt oder nicht. Das ist nun einmal gut, so. Das ist die offizielle. Und ich möchte noch etwas dazu sagen, weil man das Kindeswohl in den Vordergrund stellt. Das ist eine wichtige Komponente, das sehe ich auch so. Aber dann müssen Sie mir erklären, warum dann die fortschrittlichen Kräfte, insbesondere von der Linken und manche Schwarzen sind da schon angesteckt, warum man das dann auf zwei Menschen begrenzt. Das Kindeswohl könnte doch auch gegeben sein, wenn sich drei Menschen finden und gut um ein Kind kümmern. Oder bei vier oder bei fünf. Und dann sind wir bei den Kommunen des Herrn Müll. Teil müssen wir jetzt also gar nicht gehen. Die nicht Frage war einfach Ehe für alle, da sagen Sie nein, das war eine klare Sache. Aber würden Sie bereit sein, dass man sagt im Parlament, ja okay, wir geben die Abstimmung frei. Auch wenn Sie jetzt sagen, es gibt den Clubzwang nicht, ich lächle da dazu. Ja, aber ich kann Ihnen gleich sagen, was herauskommt. Sie werden doch keine einzige Pro-Stimme aus dem freiheitlichen Sektor bekommen. Gut. Aus Überzeugung. Das entscheidet für die FPÖ der Generalsekretär. Sie sehen, Herr Niederbischof, Sie sind da allein, also das wird wohl nichts mehr werden jetzt vor der Wahl. Nein, ich finde, erstens, für eine gute Sache lohnt es sich zu kämpfen, auch wenn man es nicht gleich erreicht. Wir haben unsere Position klar gemacht. Ich finde den Schritt von Bundeskanzler Merkel mutig, das so zu tun. Liebe kann man nicht durch Verbote regeln. Ja, aber wie ist das dann mit der Polygamie? Die ÖVP, der hat ja dem Herrn Vorsitzenden Sebastian Kurz ein Durchgriffsrecht gegeben, als er Vorsitzender der jungen ÖVP war die junge ÖVP dafür. Für Ehe für alle, vielleicht kann er das mit von seinem Durchgriff Gebrauch machen, da braucht es gar nicht die freie Abstimmung, aber ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, diese Sache positiv für die Menschen, die sich lieben, zu lösen. Für jetzt halte ich aber mal fest, wird es wohl in den nächsten Wochen oder in der Zeit vor der Wahl nichts mehr. Ich möchte jetzt ein wenig über den Wahlkampf an sich sprechen, vielleicht kommen wir noch auf das ein oder andere Thema. Von SPÖ und ÖVP wird da gerade sehr viel in die sozialen Medien gebuttert, in die Social-Media-Kanäle. Wird das, Herr Niedermüblicher, aus Ihrer Sicht, jetzt aus SPÖ-Sicht,
der erste wirklich moderne Wahlkampf, der erste sozusagen Social-Media-Wahlkampf in Österreich? In dieser Dimension wahrscheinlich schon, aber vor 2 Jahren hatte ich ja den Wahlkampf in Wien zu managen, übrigens sehr erfolgreich. Auch damals sind wir schon sehr im Social-Media-Bereich unterwegs gewesen. Man muss einfach mit den neuen Gegebenheiten mit. Viele Menschen bewegen sich in diesen Bereichen und wir wollen hier einfach Angebote schnüren, damit man möglichst viele Menschen auch auf Social Media erreicht. Aber ich sage auch ganz klar, ihr seid in keinster Weise den persönlichen Kontakt. Das heißt, den Häuserkampf und Anführungszeichen wird es weiterhin geben? Es wird die Gespräche auf Plätzen, Straßen, Hausbesuche selbstverständlich geben, weil der persönliche Kontakt immer noch das Wichtigste ist. Frau Köstung, wie stellt sich das für Ihre Partei dar? Es hängt ja immer ein bisschen vom Spitzenkandidaten auch ab. Also einen Reinhold Mitterlehner positionieren in Social Media ist sicher schwieriger als Sebastian Kurz. Das heißt, ist das für Sie jetzt auch der Hauptwahlkampfort in diesen nächsten Wochen und Monaten? Nein, es ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Also Sebastian Kurz hat ja in sozialen Netzwerken schon eine immense Reichweite, vor allem was Facebook betrifft, also wirklich auch mit realen Accounts aus Österreich. Das kann man ja Gott sei Dank mittlerweile schon sehr gut auch auslesen, wer diese Personen sind, die folgen in den sozialen Netzwerken. Es wird mit Sicherheit für uns ein Schwerpunkt werden, weil wir einfach über diese Medien sehr viele Menschen erreichen, vor allem auch junge. Aber unser Ziel ist es ja, auf die bestehende Struktur der Volkspartei auch eine Bewegung aufzusetzen mit Sebastian Kurz. Und das findet natürlich sehr stark auf der Straße statt. Wird das sehr haben viel Sie sich von Macron abgeschaut, kann man das so sagen? Abgeschaut. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen zum Teil mit Grauen den Fernseher abdrehen, wenn es zu politischen Nachrichten kommt und dieses System, das wir in Österreich auch haben, so nicht mehr haben wollen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, das haben wir in mehreren Wahlen ja auch schon bewiesen bekommen und dem gilt es auch Rechnung zu tragen und da gilt es auch, dass wir uns verändern. Wir werden die Partei öffnen, also die Volkspartei. Wir haben ja am Samstag unseren Parteitag in Linz im Design Center. Dort wird diese Öffnung auch wirklich sichtbar vollzogen. Und das ist natürlich jetzt auch sehr stark unsere Aufgabe in dem Wahlkampf, das dann nach außen zu bringen und wirklich auch umzusetzen. Herr Kickl, die Freiheitlichen setzen ja anders als die anderen beiden Parteien seit geraumer Zeit auf alternative Kanäle, abseits der konventionellen Medien, auf Kanäle im Internet, um ihre Botschaften zu platzieren. Das ist nichts Neues. Wie gehen Sie jetzt mit dieser neuen Konkurrenz um, wenn die da so viel reinputtern? Auf Facebook ist der Kurz Strache schon sehr auf den Fersen, was die Likes anbelangt. Was sind Ihre sozusagen Konsequenzen, die Sie daraus ziehen? Naja, das ist ja nicht wirklich ein Problem. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Marcel Hirscher. Nicht? Der kann sich auch nicht aussuchen, gegen wen er seine Rennen gewinnt. Und ähnlich und ist Sie das, sind der Marcel Hirscher, jetzt verstehe das. Ähnlich ist das auch bei uns. Und wir werden selbstverständlich auch in diesem Wahlkampf, aber alles zu seiner Zeit, auch dort wieder neue innovative Aspekte setzen, die zeigen, dass wir auch dort den anderen die Barriere voraus sind, die wir auch inhaltlich sozusagen immer vorne waren. Das kann ich Ihnen aber natürlich heute nicht sagen, weil dann könnt ihr mir gleich mit den Herrschaften zusammensetzen und Ihnen verraten, wie unsere Detailwahlkampfplanung aussieht. Aber auch auf die Gefahr, dass ich in die Vergangenheit wieder gehe. Also ich glaube, die FPÖ ist eher Werner Grissmann, Zwischenzeit immer vorne am Ziel, dann doch hinten. Also ich glaube, das ist der bessere Vergleich als der Marcel Hirscher. Aber lassen Sie mich, wollen Sie darauf was sagen noch? Der Herr Niedermühlbichler muss vielleicht dazu sagen, wer der Werner Grissmann ist, weil vor allem die jüngeren Leute werden das nicht mehr so genau wissen. Dolomitenmann, ja. Kennen schon. Ja. Lassen Sie mich bei Ihnen, Herr Kickl, noch mal nachfragen. Wie halten Sie es, Sie sind ja ein alter Wahlkampfprofi, der eben lang schon in den sozialen Medien unterwegs ist, wie halten Sie es eigentlich mit diesem Mikro-Targeting? Also es ist das Ansprechen von bestimmten Gruppen im Internet mit präzise ausgewählten Gruppen, mit präzisen Botschaften. Das kommt ja aus den USA, wird dort schon viel gemacht. Machen Sie das auch? Nein, nicht alles, was in den USA funktioniert, muss auch bei uns funktionieren. Und jetzt bin ich schon, kannst du probieren. Ja, jetzt bin ich schon ein Freund der stetigen Weiterentwicklung und auch der Schwerpunktsetzung im Bereich der neuen Medien, weil wir halt eine andere Startposition auch haben als andere Parteien im Umgang mit den etablierten Medien. Das muss man auch dazu sagen. Aber es ist, wie gesagt, nie ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Wenn es Maßnahmen gibt, um die Treffergenauigkeit für die eigenen Botschaften zu erhöhen, dann ist das natürlich ein Weg, den man sich überlegt. Das ist gar keine Frage. Je genauer ich meine entsprechende Botschaft an das Zielpublikum bringen kann, desto effektiver wird Werbung sein. Ja, aber sicher nicht so, wie man das, also was ich was in diesen...
schon fast abenteuerlich anmutenden Geschichten aus den USA hört, wo dann nur mal Computer und irgendwelche gefakten Profile und sonst irgendetwas diese Dinge also machen, sondern man versucht einfach, durch die Bewerbung von bestimmten Inhalten in bestimmten Zielgruppen die Treffsicherheit zu erhöhen. Gut, Frau Köstinger. Das funktioniert ja für jedes Unternehmen auf Facebook, indem man einfach zielgruppenspezifische Beiträge schaltet. Aber vieles, was Sie Amerika angesprochen haben, ist natürlich in Europa und in Österreich undenkbar, weil einfach auch die Datenschutzrichtlinien komplett andere sind. Und ich glaube, da sollten wir uns alle ja auch committen, dass wir uns da an die Regeln halten, wie wir sie in Österreich auch vorfinden. Herr Niedermühl-Büscher, muss man eigentlich die Kandidaten oder in Ihrem Fall halt den Kandidatenkern auf der persönlichen Ebene inszenieren? Ich frage jetzt, weil von der SPÖ diesbezüglich bis jetzt am meisten gekommen ist, also am meisten Privates sage ich jetzt mal, Sie wissen, was ich meine, das Video über Simmering, dann auch Interviews mit seiner Frau etc. Ist das etwas, was in Ihrem Wahlkampfkonzept schon eine recht bedeutende Stellung einnimmt, dass Sie sagen, okay, ich will ihn nicht nur als Politiker zeigen, sondern eben auch als privaten Menschen rundherum? Ich glaube, dass das auch schon wichtig ist, den Menschen zu zeigen, wer denn an der Spitze dieser Republik stehen soll. Wer eine Regierung in die Zukunft führen soll. Und das ist neben meine Persönlichkeit. Und mit Christian Kern haben wir eine Persönlichkeit, die aus ärmeren Verhältnissen stammt, der sich durch Kreisky überhaupt erst die Universitätsausbildung leisten hat können, der in der Wirtschaft Furore gemacht hat, der es hin bis zum ÖBB-Chef gebracht hat. Das heißt, Sie glauben, das ist eine Vita, die sozusagen Eindruck macht auf die Menschen? Die Eindruck macht und die auch zeigt, dass er jemand ist, der dieses Land auch in die Zukunft führen kann, die Probleme, die auf uns zukommen, lösen kann, wenn er an der Spitze der Regierung die Möglichkeit bekommt. Und wie gesagt, die Menschen wählen ja nicht nur Parteien, sondern auch Persönlichkeiten. Und wenn man eine starke Persönlichkeit hat, eine herausragende Persönlichkeit, der bereit war, einen gut dotierten Job in der Wirtschaft aufzugeben, um Österreich ein Stück zurückzugeben, dann soll man das auch tun. Und das ist, gehört auch dazu. Ich höre da heraus, da kommt noch einiges. Dann die Gegenfrage an meine beiden anderen Gäste. Warum sind Sie da so, also zögerlicher zumindest als die SPÖ, Herr Kickl, diesen Aspekt oder diesen da etwas zu lüften, sage ich jetzt mal? Ich glaube, es geht um eine ganz andere Sache. Eine Botschaft wird dann glaubwürdig, wenn sie zum Träger passt und umgekehrt. Und mein Credo ist es nicht, dass Politik zu 95% aus Inszenierung und zu 5% aus Inhalten besteht. Das hat ja die SPÖ für sich selbst sozusagen geoutet, dass das die Art und Weise ist, wie man an die ganze Sache herangeht. Und da muss man sich dann immer fragen, wenn etwas inszeniert wird, wer sind diejenigen, die inszenieren, wer sind denn die Regisseure? Nicht? Und dann schaut dann ein Herr Kern auch bald sehr alt aus, denn dahinter kommt dann der Herr Gusenbauer zum Vorschein, dann ihr Herr Silberstein, der super Wahlkampfmanager und Dirty Campaigning-Spezialist aus Israel und. Also das ist ja alles uralt, das wollen wir nicht. Wir haben uns in unseren Facebook- und Social-Media-Aktivitäten auf die Person Heinz-Christian Strache insofern spezialisiert, als dass wir ihn so sein lassen, wie er ist. Ja? Ich muss da nichts erfinden, ich muss da nicht irgendetwas bügeln, ich muss nicht irgendwelche Wunderwutzig-Geschichten aus dem Hut zaubern von wegen Unternehmertum. Sie müssen immer dazu sagen, dass das die ÖBB ist, ja? Wo man dort nicht Manager wird, wo man dort nicht von der Politik hineingesetzt wird. Von dem Management reden wir. Was ist denn das für ein Unternehmen im Vergleich zu irgendjemandem anderen? Sie tun ja gerade so, als ob das ein Manager aus Silicon Valley wäre. Das ist doch lächerlich. Ja? Wirklich lächerlich. Und da sind wir genau bei dieser Unglaubwürdigkeit. Und diese Unglaubwürdigkeit, die wollen wir uns da gar nicht eintreten. Gut, in diese Er ist weder ein guter Pizzalieferant, noch ist er ein Manager, wirklich in der freien Wildbahn Erfolg gehabt hat. Gut, wer hat denn dem Herrn Strache gesagt, er soll sich eine Brünn aufsetzen? Ich hoffe, das war nicht Sie. Ich glaube, das ist ein Wurf, dass wir uns nicht herablassen sollen, sondern es geht darum, dass wir einen Bundeskanzler haben, einen Spitzenkandidaten, der man herzeigen kann, wenn die anderen das nicht haben. Das ist angekommen. Dann lassen Sie mich die Frau Köstinger fragen, weil dort auffällt, dass von Sebastian Kurz gar nichts Privates preisgegeben wird, ganz bewusst nicht. Das ist auch bei dem Ö3-Interview Frühstück bei mir herausgekommen. Ist das Strategie? Will er das nicht? Was steckt da dahinter? Na, also ich glaube, dass das schon eine sehr persönliche Entscheidung auch ist, inwieweit man, und der Kickl hat es ja bereits gesagt, auch sein Leben inszeniert und versucht da eben auch irgendwie etwas herbei zu fotografieren oder zu schreiben. Bei diesen Home Stories muss ich eben an den ehemaligen Finanzminister Varoufakis denken, der ja auch
was ein bisschen Schiffbruch erlitten hat mit dem danach. Unser Stil ist das nicht. Also wir werden uns sehr stark auf die Inhalte konzentrieren. Wir wollen die Volkspartei öffnen, wir wollen in eine Bewegung gehen. Wir werden sehr viele Kontakte natürlich eben auch mit Sebastian Kurz bei Veranstaltungen ermöglichen. Wir werden das sehr, sehr breit aufstellen, aber das Persönliche, glaube ich, ist das Wichtige, aber was jemand politisch privat macht, glaube ich, interessiert die Menschen wirklich auch nur bis zu einem gewissen Teil. Und ich persönlich glaube auch, dass Privates privat sein sollte und bleiben sollte. Wir Politiker, wir haben alle ein Privatleben und dieses Privatleben ist sehr kurz bemessen, da wir sehr viel Zeit in unserer täglichen Arbeit verbringen. Und zu glauben, dass man die eigene Persönlichkeit in der Politik nicht einbringen muss, ist eine Fehleinschätzung. Und selbstverständlich zeigen wir unseren Bundeskanzler Christian Kern auch in seiner Persönlichkeit, damit die Menschen sehen, was er bisher geleistet hat, was er bisher gemacht hat und welch Mensch er ist. Und ich glaube, das ist gut und richtig, dass man eben nicht hergeht und sagt, das Privatleben eines Politikers muss man so verstecken, dass die Menschen dann nicht wissen, wen sie an die Spitze dieser Republik hält. Also vielleicht auch noch einen Satz dazu. Wenn Sie von Persönlichkeit reden, ist das, glaube ich, die Entscheidung eben dieser Persönlichkeit, wie viel er von sich selbst preisgibt oder eben auch nicht. Da ist ja bitte auch ein Umfeld mit dabei. Ja, da gibt es, weiß ich nicht, Angehörige, da gibt es Eltern, da gibt es Lebenspartner, da gibt es Kinder und da muss jeder für sich selbst die Entscheidung und auch die Verantwortung dafür übernehmen, wie er damit umgeht. Ja, das ist auch seine Sache, wenn jemand einen anderen Weg einschlägt, sei ihm das unbenommen. Das Einzige, was mich an der ganzen Geschichte stört, ist, wenn man sich selbst noch hinstellt und sagt, wir inszenieren das alles, ja, und dann so tut, als ob das authentisch wäre. Das ist ein bisschen komisch. Und dann geht man zu SPÖ-Funktionären Pizza liefern. Gut, aber das ist ja nicht Ihr Bier, Herr Kickl, könnte ich jetzt sagen. Genau, ja. Nun ist es ja Ihr Job, Ihre Kanzlerkandidaten, Ihre Kandidaten, Ihre Parteichefs anzupreisen. Da fällt es Ihnen jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders schwer, in aller Kürze, sage ich jetzt mal, in 15, 20 Sekunden darzulegen, warum Ihr Kandidat der beste Kanzler wäre. Herr Kickl, beginnen wir bei Ihnen. Warum Strache? Weil er von all denen, von den dreien, von denen wir heute reden, und mehr sind sie ja nicht, der glaubwürdigste ist. Er ist derjenige, der den größten politischen Instinkt bewiesen hat, dadurch, dass er Themen erkannt hat, dass alle anderen noch in der sprichwörtlichen Pendeluhr geschlafen haben. Und weil er jemand ist, der die FPÖ zu einer Partei gemacht hat, die in Österreich zurzeit der einzige stabile politische Faktor ist. Dann. Abgesehen davon ist er jemand, der die Unterscheidung zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger nicht für vernachlässigbar, sondern für pflegenswert hält. Ich muss da trotzdem kurz einhaken, wie Sie sagen, der glaubwürdigste ist, da könnte ich jetzt sagen, ja gut, der musste noch nie was umsetzen. Aber das können Sie mir jetzt, also gewisse Arbeitsteilung gibt es dann noch nicht, aber wir bemühen uns ja um eine Regierungsbeteiligung und dann werden Sie schon sehen. Uns hat man immer vorgeworfen, wir wollen nicht. Dann sind wir in Oberösterreich in die Regierung gegangen, da hat sich schon einiges bewegt bei der Mindestsicherung. Dann sind wir im Burgenland in die Regierung gekommen, auf einmal arbeiten in den Thermen hauptsächlich Burgenländer und keine Ungarn mehr. Also es zeigt, aber es Strache geht, wenn man will. Ja, und genauso wird HC Strache das auf der Bundesebene auch umsetzen. Keine Sorge. Sie werden noch genug darüber berichten. Herr Niedermühl Büchler, warum Kern? Herr Christian Kern hat jetzt 13 Monate lang bewiesen, dass er das kann, dass ihm die Menschen in diesem Land wichtig sind, dass ihm die Weiterentwicklung dieses Landes wichtig ist und dass er die Inhalte, die für uns wichtig sind, daher hat er auch den Plan A präsentiert, umsetzen möchte. Und 13 Monate ist viel Positives weitergegangen. Die ÖVP hat jetzt gemeint, Sebastian Kurz muss diese Regierungszusammenarbeit auflösen. Wir werden schauen, dass wir am 15. Oktober den Auftrag bekommen, weiterhin für dieses Land zu arbeiten. Und Christian Kern ist der richtige Bundeskanzler dafür. Frau Köstinger, Sebastian Kurz. Ich glaube, Sebastian Kurz steht vor allem auch für einen neuen Politikstil. Also er versucht, dieses System aufzubrechen und ich glaube, das ist sehr wichtig, Probleme und auch Fehlentwicklungen anzusprechen, aber gleichzeitig eben auch wirklich konkrete Lösungen anzubieten. Das ist das Entscheidende, was ihn, glaube ich, eben auch so wählbar macht und auch als einen Politiker sehr wertvoll für dieses Land macht. Er hat kein Problem mit Gegenwind, das hat er mehrmals auch schon bewiesen. Er entwickelt eine Vision, steht dann dahinter und zieht das auch durch und ich glaube, das ist die ganz große Kompetenz und Fähigkeit von Sebastian Kurz. Und wie gesagt, ein System aufzubrechen und den Stillstand zu beenden, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Ansprüche, die jemand eben auch stellen muss. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen der beiden anderen Kandidaten, Frau Köstinger?
Also ich glaube, beim Kanzler ist es sehr stark die Inszenierung. Also dass alles dann mehr oder weniger immer auf irgendwelche herinszenierten Bilder aufbauen muss, das ist meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt vorwiegend auch als Bürgerin, ein Manko. Also ich habe lieber auch mit Sachinhalten. Ja, und bei Strache ist es, glaube ich, ein bisschen die Umsetzungsschwäche. Also das fehlt, es wird immer alles sehr groß aufgespielt, aber im Endeffekt, also dort, wo es wirklich dann auch zum Lösen ist, dort zieht man ja, von der FPÖ. Da stimmen Sie doch nicht den. Mit, nicht? Herr Niedermühlbichler. Ich glaube, dass Sebastian Kurz als Außenminister durchaus einen guten Job gemacht hat. Das würde ich als Stärke sehen. Was ich als Schwäche sehe, ist, dass er viel ankündigt, aber die Lösungen dafür nicht liefert, sondern Schlagzeilen produziert, aber dann nicht sagt, wie das gehen soll. Bei HC Strache glaube ich, sein Vorteil ist, er ist schon sehr, sehr lange in der Politik und weiß, wie das Ganze läuft. Der Nachteil ist, dass er vieles zu populistisch angeht und das Auseinanderdividieren von Menschen. Und ich glaube, wir brauchen jemanden, der Österreich verbindet und nicht spaltet. Herr Kickl. Naja, ich würde sowohl dem Christian Kern als auch natürlich dem Sebastian Kurz ein kommunikatives Talent zugestehen. Also das ist unbestritten, das haben beide. Wenn es dann darum geht, dass wir von Umsetzung reden, Sie verzeihen mir diese etwas flapsige Bemerkung, aber wenn es dann darum geht, dass man den Herrn Kurz dann bei etwas stellt, vor allem in der Frage der Integration, dann ist er der teuerste Flüchtling Österreichs, weil er nie da ist. Ja? Weil er etwas absondert und dann ist er wieder weg. Und der stellt sich auch der Debatte nicht. Das ist ganz seltsam. Und bei vielen außenpolitischen Sitzungen lässt er sich von Botschaftern vertreten. Jemand hat das ja genau angeschaut. Also ich weiß nicht, wo er genau umgeht. Auf jeden Fall nicht dort, wo er behauptet, dass er Politik macht. Das ist auch eine interessante Sache. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Schwäche und auch als Integrationsminister ist er vieles schuldig geblieben, was er versprochen hat. Beim Herrn Kern stört mich sozusagen dieses Maß an Überinszenierung. Der Herr Kern hängt an den Fäden seiner Spindoktoren. Ich glaube, das werden jeden Tag mehr Berater und Leute im Hintergrund, die sich da holt aus allen möglichen Bereichen. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Kommunikationsstrategie ist, die da verfolgt wird. Das erinnert mich ein bisschen mehr an jemanden, der in einem Becken herumtreibt, sich versucht, über Wasser zu halten und versucht, nach allem zu greifen, was man irgendwie erwischen kann. Gut. So ähnlich schaut das aus beim Herrn Kern. Also dieser Hang, sich überinszenieren zu lassen, gefällt mir nicht. Zu den Themen noch mal kurz zurück. Mir ist aufgefallen, wie Sie gefragt haben, welche Themen im Wahlkampf etc. Das Europa-Thema ist eigentlich bei keinem so wirklich vorgekommen. Frau Köstinger, ist die Weiterentwicklung von Europa, es wird ja immer groß geredet, es müssen Reformen her etc., ist das nichts, was man in diesem Wahlkampf transportieren könnte oder vermitteln könnte? Also gerade Europa ist eine Querschnittsmaterie, die über alle Themen auch zu diskutieren ist. Für uns als Europapartei speziell natürlich auch sehr wichtig. Und beim Europathema wird es uns vor allem auch darum gehen, auch hier Fehlentwicklungen klar anzusprechen und Lösungen vorzuschlagen. Wir haben ja gerade die 5 Punkte von Juncker auch vorliegen, die unterschiedlichen Szenarien zeichnen, wie es in Europa weitergehen soll. Das ist der Status quo. Wie will die ÖVP? Ganz kurz. Also was sollte sich ändern? Also für uns ist wichtig, dass die großen Dinge groß passieren, also vor allem in der Verteidigungs-, Sicherheits-, Außenpolitik und dass man aber in der klassischen Politik dann auch wieder zu einem verträglichen Maß zurückgeht. Also, dass die Europäische Union nicht überall eingreift, wo es zu regulieren, wo es eine Möglichkeit gibt, sondern da wieder auch mehr Freiheiten lässt. Und ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter des Europas der Regionen. Ich komme aus einem Grenzgebiet in Kärnten, mir ist Slowenien und Italien sehr, sehr nahe. Und ich glaube, dass es auch eine wirklich entscheidende Rolle der Europäischen Union ist, diesen regionalen Zusammenhalt auch weiter zu stärken und zu ermöglichen. Für große Dinge zuständig, die kleinen zurück an den National. Herr Kickl? Ja, ich würde das ähnlich sehen. Also im Zusammenhang mit der Europäischen Union fehlt es ja nicht an Bekundungen, dass man es jetzt endlich gelernt hat. Das ist so ähnlich wie in der Innenpolitik. Nach jeder Klatsche kommen die EU-Kommissare der Reihe nach angetanzt und sagen, aber jetzt wird alles besser. Und wir erleben dann, wie nichts davon besser wird. Ich glaube, es gibt zwei fundamentale Fehler, die die Europäische Union macht. Das eine ist der immer stärkere Zwang oder Zug zur Zentralisierung. Das ist der falsche Weg. Ja. Man soll doch in der Vielfalt Europas, auch in der Vielfalt dieser Staaten, da steckt eine lange Geschichte, lange Tradition dahinter, soll man doch einen Wert und einen Vorteil und eine Stärke erkennen und das nicht als belastendes und wegzurationalisierendes Anhängsel irgendwie interpretieren. Die Europäische Union hat lange Zeit diesen Fehler gemacht, also zurück mit Kompetenzen von Brüssel
an die Nationalstaaten, gleichzeitig aber die Erledigung von gemeinsamen Aufgaben, wie etwa der Frage der Sicherung der Außengrenze, durchaus in einem gemeinsamen Interesse. Okay. Zweiter Kardinalfehler, ganz wichtig, die Europäische Union, der muss immer alles, das geht alles viel zu schnell. Kaum hat es den Anplätzchen gemacht, macht sie schon den nächsten. Ja? Und ich verstehe nicht, warum sie sich für Dinge nicht etwas mehr Zeit gibt, dann würde das auch manchmal in den Köpfen der Bevölkerung ankommen. Dann würde man nicht überall dieses Europabewusstsein vermissen. Dann würden die Leute sagen, ah, das ist vielleicht etwas Gutes, wenn man sich auch daran gewöhnen kann. Da. Ich halte es für sinnvoll. Europa braucht Zeit. Ein paar Dinge, die es nicht geben darf, auch ganz wichtig, ja, zum Beispiel eine Schuldenunion, einen Beitritt der Türkei zur EU, okay. Na, dann wird es brenzlig. Also dann wird man die Bevölkerung befragen müssen. Schon auch einige Überschneidungen mit der ÖVP dabei, ja. Herr Niedermühlbichler, ja, wir wollen Sie da eine andere Sicht der Dinge? Oder wir wollen auch klar ein stärkeres Europa, eine stärkere Europäische Union. Wir wollen vor allem, dass sich Europa hin zu einer Sozialunion entwickelt, wo stärker der soziale Ausgleich auch stattfindet. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen kein Europa, das sich Großbritannien als Vorbild nimmt. Sebastian Kurz hat begründet, warum er gegen den Brexit ist, weil Großbritannien ein Vorbild für Europa sein kann durch seine liberale Politik. Und ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren in Großbritannien gesehen haben, kann weder ein Vorbild für Österreich noch ein Vorbild für Europa sein. Sozialunion war da das Stichwort. Wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten. Letztes Thema. Bei Koalitionsaussagen sind die Parteien in Österreich traditionell vor einer Wahl immer sehr schmallippig. Warum ist das eigentlich so schwer? Warum muss das so sein, dass man nicht klar sagen kann, wir gehen jetzt mit denen und denen, könnten wir uns eine, zum Beispiel eine Zusammenarbeit vorstellen, Frau Köstinger? Warum kann man das nicht einfach sagen? Nein, also in Deutschland zum Beispiel ist das eigentlich üblich. Ja, aber ich glaube, zuerst ist einmal der Wähler am Wort und der Wähler muss einmal entscheiden und klar eben auch einer Partei den Willen ausdrücken, dann in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Also ich sehe da nichts dabei, sich das auch offen zu halten. Also wir werden mit Sicherheit mit jeder Partei auch sprechen und auch Verhandlungen führen. Also das ist vor allem als Volkspartei, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch offen zu sein, auch sich Meinungen anzuhören. Aber ich glaube, das, was sich ja vor allem auch in den letzten Tagen und Wochen abgezeichnet hat, ist, dass vor allem die SPÖ auch im Sinne eines Machterhalts versucht, da sich wirklich auch entgegen der FPÖ zu öffnen. Ich glaube, das muss man sich dann auch genauer anschauen, weil gerade Aussagen ja da schon zum Teil ein bisschen sehr fragwürdig auch sind. Die SPÖ hat tatsächlich jetzt ein wenig die Tür zu den Freiheitlichen aufgemacht. Gleichzeitig fällt mir aber auf, dass bei jeder Gelegenheit von den Spitzenrepräsentanten, ich lasse jetzt mal Herrn Znissel weg, irgendwie dazu gesagt wird, wie unwahrscheinlich eigentlich so eine Koalition mit den Freiheitlichen sein wird oder ist. Ein wenig kommt mir das so vor wie Parteitag. Sie signalisieren, wir entsorgen das Tabu, aber in Wahrheit wollen Sie ohnehin nicht mit den Freiheitlichen eine Koalition bilden. Na, es geht darum, dass wir einen Wertekompass entwickelt haben, plus 7 Punkte, die für uns als Koalitionsbedingungen gelten, um klar den Österreicherinnen und Österreichern zu sagen, wo wir hinwollen, was uns nach einer Wahl wichtig ist. Aber und ist, die Kollegin ist Köstinger, eine ernsthafte die Kollegin Köstinger hat vollkommen recht. Zuerst ist der Wähler, ist die Wählerin am Wort und danach schauen wir weiter, wie es funktionieren kann. Und was wir auch klar gesagt haben, es ist nie an uns gelegen, dass wir mit der FPÖ keine Zusammenarbeit wollten, sondern an den Themen, die die FPÖ geliefert haben. Und können Sie Rückschau halten auf den Wahlkampf in Wien, der sehr stark gegen die SPÖ ausgelegt war, wo wir auch klar gesagt hätten, es geht uns um die Inhalte und wir können aus inhaltlichen Gründen mit dieser FPÖ nicht zusammenarbeiten. Da hat sich nicht viel geändert, aber es ist so, dass sich ja die FPÖ vielleicht auch auf uns zubewegen kann. Gut, und wenn sie zu diesem Wertekompass passt, dann werden wir mit ihnen reden. Wenn nicht, dann nicht. Wie wahrscheinlich ist das, dass Sie mit das FPÖ? Hängt von der FPÖ ab, nicht von uns. Wie weit sie sich bewegen können. Herr Kickl, mit Ihrer abgehalfterten Sozialdemokratie. Herr Kickl, also was ist wahrscheinlicher? Eine Koalition mit der ÖVP oder mit der SPÖ? Das kann ich zum derzeitigen Moment nicht sagen. Das wird auch vom Wahlergebnis abhängen. Wo geht es sich arithmetisch aus? Ich bin ein Anhänger von Konstellationen, die aus 2 Parteien bestehen. Alles andere wird unüberschaubar und der Schwächste wird dann zum Stärksten. Ich glaube, das größte
Gefahrenbild für eine gedeihliche Zukunft Österreichs ist ein Wiedereinhängen von Rot und Schwarz oder von Schwarz mit Rot. Ja, das wollen wir verhindern. Also sind wir auch beide bereit, mit beiden Parteien zu reden. Und da brauche ich nicht so einen Eiertanz, wie Sie einen aufführen, Herr Niedermühlbichler. Das ist wirklich lustig. Ja, das ist wirklich lustig. Da schreibt, gibt sich eine Partei einen Grundsatzbeschluss an einem Parteitag, dass man eine Zusammenarbeit mit einer Partei ausschließt. Man schreibt das quasi in die Parteiverfassung hinein. Und dann erwartet man von der Partei, über die man das hineinschreibt, dass es eine Zusammenarbeit in Richtung Koalitionsverhandlungen gibt. Also wenn jemand versucht, Herr Niedermühlbichler, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, sieht man bei kleinen Kindern, dann fallen sie hin. Ja? Ich sage Ihnen das nur, das wird auch Ihnen passieren. Wir haben nur ein paar Sekunden, ganz kurz. Sie sind ja ein Profi und Sie wissen, wie die Themen liegen. Was ist denn wahrscheinlicher aus heutiger Sicht? Das kann ich nicht sagen. Das hängt ganz davon ab. Es gibt im Sozialbereich sicherlich einige Überschneidungen mit der SPÖ. Es gibt im Sicherheitsbereich Überschneidungen mit der ÖVP. Für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Parteien, die zu einer demokratischen Wahl in einer parlamentarischen und auf Parteien aufgebauten Republik zugelassen sind, miteinander den Stil pflegen müssen, dass man auch über Inhalte reden kann. Man kann da nicht zusammenkommen, aber solche Grundsatzbeschlüsse, wie Sie sie fassen, meine Herren, wir sind am Ende. Wir können leider nicht überziehen. Es wäre sicher noch eine spannende Debatte. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ich bedanke mich beim Publikum fürs Dabeisein. Im September steigen wir dann auch im Klartext in den Intensivwahlkampf ein. Lassen Sie sich überraschen. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Sommer. Dankeschön.